Alex hier. Awesome, dass du da bist. Und bevor wir zum heutigen Thema kommen, kurze Ansage, ich halte nämlich am 23.10. hier in Köln einen zweistündigen Workshop über Produktivität, wie du produktiver wirst, ohne dich mehr zu stressen. Das ist ein ziemlich cooles Thema. Also ich habe ein paar sehr coole Methoden gefunden, wie das geht. Wenn du Bock hast, dabei zu sein, dann guck mal in der Beschreibung. Da ist ein Link. Melde dich an und denk an uns begrenzte Anmeldezahl. Von daher, wenn du Bock hast, mach es am besten jetzt direkt und dann sehen wir uns hoffentlich da. Aber jetzt, bevor wir uns da sehen, erstmal zum heutigen Thema. Und zwar will ich mit dir über die sogenannten Hater reden. Wann ist es okay zu haten? Wann kannst du es dir erlauben zu haten? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein großer Fan von dem Wort Hater oder Hate, weil das wird heutzutage im Internet so rumgeworfen wie Fuffis im Club, weißt du, die ganze Zeit, ja, ist ein Hater, 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 Hater. Und gib keinen Fick auf die Hater. Ich bin kein großer Fan von diesem Wort. Aber es ist trotzdem eine Thematik, die sehr interessant ist anzusprechen. Denn ich kriege ja auch auf YouTube einiges mit. Und es ist irgendwie gerade ziemlich populär geworden, über große YouTuber zu haten zum Beispiel. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber euch fallen bestimmt 2, 3, 4, 500 Namen ein. Und es ist ja recht populär geworden, gegen manche zu haten. Ich bin persönlich bisher sehr verschont geblieben, finde ich auch. Und gut, ich bin auch kein großer YouTuber. Aber ich finde es awesome, dass ich bisher sehr verschont geblieben bin. In meinen Kommentaren sind natürlich mal ein, zwei beschissene Kommentare, aber es hält sich bisher an Grenzen. Aber eine Lektion, die ich von einem sehr guten Freund von mir vor ein paar Jahren gelernt habe, möchte ich in dem Zusammenhang mit euch teilen. Und zwar die Frage dieses Videos ist ja, okay, wann kannst du es dir erlauben zu haten? Und ganz ehrlich, du kannst es dir nur erlauben zu haten, wenn bei dir wirklich alles perfekt ist. Das heißt, wenn deine Noten in der Uni oder in der Schule perfekt sind, wenn dein Arbeitsverhältnis perfekt ist, du das Einkommen hast, was du haben willst, du den Körper hast, den du haben willst, wenn du dein emotionales Gleichgewicht hast, was du haben willst, das Selbstbewusstsein hast, was du haben willst, wenn du das Liebesleben hast, was du haben willst, die sozialen Beziehungen hast, die du haben willst. Das heißt, wenn bei dir alles perfekt ist auf 100%, dann kannst du auch gerne mal sagen, der ist scheiße. Denn vorher ist es eigentlich nichts anderes als wirklich, Steine im Glashaus werfen. Wenn man selber noch nicht alles perfekt hat bei sich, dann kann man auch nicht wirklich sich darüber beschweren, was andere falsch machen, wie scheiße die doch sind und wie schlecht das ist und wie schlecht das ist. Denn jetzt mal abgesehen wirklich von dem Hater-Standpunkt, von wegen, ja, ich möchte aber gern sagen, wie schlecht das und das ist. Ja, aber dann würde ich dir mal einen anderen Ansatz geben. Im Endeffekt verschwendest du damit deine eigene Energie, die du in dich selber investieren könntest oder daran investieren könntest, deine Ziele zu erreichen, und verschwendest die damit, dass du jemand anderen versuchst niederzumachen. Denn das sind Hater ja im Prinzip. Wichtiger Unterschied, Hater sind keine Kritiker. Kritik ist immer awesome. Wenn jemand schreibt, hey, ich gucke deine Videos so, aber das und das ist scheiße, versuch das mal zu ändern, das ist Kritik. Wenn aber jemand schreibt, hey, du bist ein riesiger Faggot, das ist dann Hater. Da ist also ein Unterschied. Das heißt, wann kannst du es dir erlauben zu haten? Ja, im Prinzip, wenn bei dir alles so läuft, wie du es haben möchtest. Denn erstens bist du sonst jemand, der Steine im Glashaus wirft, offensichtlich. Plus, gehen wir jetzt mal von dieser Moralapostel-Ecke weg, du verschwendest deine eigene Energie. Das ist vollkommen sinnlos. Du verschwendest deine Energie in eine Person, die du offensichtlich nicht mal magst. What the fuck? Das heißt, du könntest diese Energie auch darin investieren, dich selber besser zu machen, deine Ziele schneller zu erreichen, das Leben zu haben, was du willst, und hast damit sogar noch den coolen Nebeneffekt, dass die Leute, die du anscheinend so hatest, die du gar nicht magst, gar nicht mehr in deinem Kopf sind. Du konzentrierst ja gar nicht mehr auf die. Das heißt, es ist auch so ein Prozess, der sich im Prinzip selber weiter verstärkt, wenn man am Haten ist. Ich habe das Wort auch noch nie so oft in einem Tag gesagt, ey, haten. Heißt, zusammengefasst, wann kannst du es dir erlauben zu haten? Naja, Nummer eins, wenn bei dir alles auf so einem Niveau ist, auf so einem Level ist, dass du sagen kannst, alright, bei mir läuft alles, jetzt kann ich meinen Fokus mal auf andere setzen. Und Nummer zwei, es ist einfach dumm, mach's einfach nicht, weil es verschwendet Energie. Es ist Energie, die du in dich selber investieren könntest. Deshalb frag ich einfach, yo, ist bei mir alles auf dem Level, wie ich es haben möchte? Wenn die Antwort ja ist, awesome, dann meinetwegen hate, wie du willst. Wenn nicht, dann investier die Zeit doch lieber in dich selber. Sehr viel effektiver. Plus du hast diese Leute, die du eh nicht leiden kannst, gar nicht mehr wirklich in deinem Kopf. Dann, natürlich ist meine Meinung, du kannst sie annehmen, musst sie nicht annehmen, aber es ist eine Sichtweise, die mir sehr geholfen hat in den letzten Jahren. Und ganz ehrlich, ich habe auch mit 14, 15, 16 habe ich auch mal unter Videos geschrieben, ja, das ist kacke, jeder mal gemacht. Seien wir ehrlich, jeder hat seine schlechten Tage mal gehabt. Und noch eine kleine andere Sache, die ich dazu sagen will.
Mir fällt dabei immer das Zitat ein, verletzte Leute verletzen Leute. Heißt, wenn du jetzt wirklich an Hater denkst, boah, ich kann das Wort nicht mehr hören, ohne Scheiß. Wenn du jetzt wirklich an Hater denkst, dann hab ein bisschen Mitgefühl, Empathie. Denn es sind Leute, die nicht wirklich glücklich sind, nicht wirklich happy sind, die irgendeine Verletzung haben, die über irgendwas neidisch sind, irgendeine negative Energie, irgendwas sehr Schwarzes, Negatives mit sich rumtragen. Denn ich glaube kaum, dass du jemals einen Kommentar von irgendwie Bill Gates sehen wirst oder Tim Ferriss oder Dalai Lama oder Richard Branson irgendwie unter mein Video kommt oder irgendein Video kommt und darunter schreibt, Faggots, voll scheiße. Das wird nie einer von denen schreiben. Ganz einfach, weil bei denen läuft's. Und die sind emotional und innerlich sehr viel ausgeglichener und haben wahrscheinlich viel, viel größere Probleme als irgendein kleiner Hater. Sprich, hab lieber mit Hatern Empathie. Und ja, ist eine kleine Frage noch an dich zum Schluss. Sei ehrlich, wann hast du das letzte Mal jemanden gehatet? Come on, würde mich mal interessieren. Schreib mir das mal in die Kommentare. Und ganz ehrlich, ich habe es auch mal gemacht. Ich war auch mal 14, 15, 16, dann habe ich auch mal gerne unter einem Video geschrieben, das ist scheiße. Aber es ist im Endeffekt verschwendete Energie. Investiere die Energie lieber in dich selber. Alright? Dann, wenn du noch mehr in dich investieren möchtest, da unten findest du einen Link zum letzten Video, genauso wie einen Link zum Abo-Button, beziehungsweise da ist der Abo-Button, da findest du keinen Link zum Abo-Button, da ist der Abo-Button. Awesome, Alex. Genauso wie einen Link zum kostenlosen Online-Coaching, das heißt, du kriegst von mir in bestimmten Abständen E-Mails, wo wir jeden deiner Lebensbereiche Schritt für Schritt abgehen und dich aufs nächste Level bringen. Und wenn du dir sagst, alright, ich nehme Persönlichkeitsentwicklung sehr ernst, ich will mich wirklich aufs nächste Level katapultieren, dann schau mal in die Beschreibung, denn da findest du einen Link zum Bosscamp, meinem kostenpflichtigen Programm. Das ist natürlich sehr viel umfangreicher, aber wird dich dann natürlich auch aufs 1000, 10.000-fache nach vorne bringen. Und nicht vergessen, am 23.10. halte ich einen Workshop hier in Köln. Wenn du Bock hast, komm vorbei, Links in der Beschreibung und dann sehen wir uns irgendwo da, irgendwo in einem anderen Video, im Online-Coaching, im Bosscamp, auf dem Seminar, vielleicht auf der Straße, who knows, vielleicht im nächsten Video. Irgendwo werden wir uns schon über den Weg laufen. Alright? Ciao.